Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir machen heute ein ganz kurzes Video zum Thema Stressmanagement. Stressmanagement. Es wird Zeit, mal wieder zu düngen. Wir haben jetzt den 6. Juli, also Anfang Juli. Es wird wahrscheinlich nochmal richtig heiß werden in Deutschland. Zurzeit ist es nicht so warm, es ist eher kühl. Es regnet auch sehr oft. Es hat heute schon ein paar Mal kräftig geregnet. Jetzt ist hier richtig schön die Sonne da. Tolle Abendstimmung. Ja, und ich will unbedingt dieses Jahr mal nicht über den Sommer düngen, sodass der Rasen stark powert, sondern ich will dafür sorgen, dass er robuster ist, der Rasen. Und das heißt Kaliumdüngung. So, lieber Rasenfreak, zu später Stunde noch eine Runde mit dem Streuwagen über den Rasen. Der Rasen sieht fantastisch aus. Da sieht man mal wieder, wie Wasser notwendig ist, wie Regen wunderbar ist für den Rasen. Der Rasen hat wieder einen unglaublichen Zustand. Ich habe vor ein paar Tagen noch gedacht, scheiße, das war's jetzt. Aber jetzt ist der Rasen wieder so schön. Er ist noch feucht, weil es gerade geregnet hat. Und ich werde jetzt hier Kalium streuen, den sogenannten Stress Manager vom Rasendoktor. Könnt mal in die Beschreibung gucken, ob euch das gefällt. Und ich bin sehr gespannt, ob dann der Rasen trockenheitsverträglicher wird und besser durch die Hitzeperiode kommt, die ja hoffentlich in diesem Sommer noch kommen wird. Ja, das ist besser. Der war viel zu locker. Der darf natürlich nicht durch die Erschütterung wieder sich schließen. Also, das habe ich hier mal richtig ein bisschen vorgespannt. Das ist gut. Das ist gut. Stressmanager. Also ein Kalium-Magnesium-Dünger. Der hat, Freaks, der hat 22% Kalium, 6% Calcium, 11% Magnesium und 16% Schwefel. Ist halt eben tatsächlich speziell dafür da, dass die Gräser die Hitze besser aushalten, die Trockenheit besser aushalten. Sollte man wirklich jetzt im Juli streuen vor der großen Hitze und kann man auch sehr gut im Winter streuen vor der großen Kälte. In beiden Fällen hilft Kalium, das Gras robuster zu machen. Ich werde jetzt keinen stickstoffbetonten Dünger mehr streuen, jetzt über die Sommermonate, weil ich nicht möchte, dass, wenn ich im Urlaub bin, mein Rasen hier heftig wächst. Also machen wir jetzt einen Kaliumdünger, der die Gräser robust macht, aber das Wachstum jetzt nicht so stark fördert. So, zack, zu ist er. Ja, rein damit. Was ich echt cool finde an diesen Packungen, es gibt zwei verschiedene Packungsgrößen, 5 Kilo und 10 Kilo, für 250 Quadratmeter und 500 Quadratmeter. 750 Quadratmeter ist jetzt bei mir ein bisschen knapp, aber das passt. Das ist natürlich für kleinere Rasenflächen auch super. Da hat man nicht so einen riesen Sack, den man 2 Jahre benutzen kann. Und das finde ich auch nicht schlecht. Und nicht einatmen. Sollte man niemals tun. Gut. Also hier sieht man, wie klein der Schlitz ist. Also größer mache ich es auf gar keinen Fall. Vielleicht nur auf 11. Oh, ich fange mit 11 an. Also ich mache es immer so. Ich stelle eben nach Gefühl die Schlitze ein. Dann fange ich an zu streuen. Dann schaue ich, ob das Streubild passt. Das hat man halt nach so vielen Jahren so ein bisschen im Gefühl. Und wenn es nicht passt, justiere ich ein bisschen nach. Das Ziel ist tatsächlich, zweimal über die ganze Fläche rüber zu laufen. Nicht nur einmal, sondern zweimal in unterschiedlicher Art und Weise, über Kreuz oder mal rechtwinklig und Kreise. Ich mache mal einmal Vierecke und dann streue ich zurück im Kreis, um möglichst eine gleichmäßige Verteilung zu bekommen. Halte ich für ganz wichtig, denn je gleichmäßiger ihr den Dünger verteilt, desto gleichmäßiger sieht dann der Rasen aus. Zack! Ja, streut sehr fein,
Ich werde jetzt eine Stufe höher gehen, von 11 auf 12 doch. Bin gespannt, wie er dann streut. Also das ist immer so ein bisschen heikles Spiel jetzt. 12. Schön festziehen. Und hoffen, dass es passt. Ja, das ist gut. Das sieht gut aus. Wunderbar. Streut schön breit. Voll der zart. Ganz zart. Ich könnte jetzt noch einen höher gehen, aber ich lasse das jetzt so. Zur Not renne ich jetzt hier dreimal rüber, Hauptsache es ist gleichmäßig. Ja, lieber Rasenfreaks, das war's soweit. Ganz kurzes Video zum Thema Stressmanagement im Sommer mit Kalium Magnesium. Das ist wirklich eine optimale Sache. Nochmal ein Satz zum Schluss zum Thema Düngerplan. Ich habe ja einen Düngerplan auf meiner Website. Ihr könnt auch gerne mal auf meine Website gucken, rasenfreak.de. Und da habe ich ja meinen Jahresplaner zum Verkauf angeboten. Und mit diesem Jahresplaner könnt ihr halt eure Düngung übers Jahr planen und die Nährstoffverteilung kontrollieren. Da habe ich ganz viele Produkte in einer Auswahlliste und die Idee ist, nicht das genau nachzumachen, was ich da reingeschrieben habe. Ja, das ist das, was ich hier tue. Also ich fülle auch kontinuierlich diesen Plan, so wie ich denke, dieses Jahr zu düngen. Ihr müsst aber letztendlich bei euch gucken, was braucht ihr für Dünger. Ihr müsst halt schon wissen, was habt ihr für eine Nährstoffverteilung in eurem Boden drin. Und daran sollte man dann optimal seine Nährstoffverteilung anpassen. Wenn ihr es so macht wie ich, muss es nicht perfekt sein für euch. Deswegen macht eine Bodenanalyse, schaut, was habt ihr für eine Voraussetzung, was habt ihr für Nährstoffe im Boden und dann stellt euch euren idealen Plan zusammen. Die Nährstoffempfehlung fürs Jahr, die kommt aus schlauen Büchern. An die könnt ihr euch halten, selbstverständlich. Aber wie ihr das letztendlich im Detail macht, könnt ihr frei entscheiden. Das halt nochmal so zum Thema Jahresplaner zum Schluss. Und jetzt ist Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ich streue noch ein bisschen. Und wir sehen uns im nächsten Video. So, liebe Rasenfreaks, in der untergehenden Sonne auf meinem fantastischen Rasen habe ich noch ein ganz kleines, cooles Gadget für euch. Und das packen wir jetzt mal aus. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf das Produkt. Yeah! Und es ist... Tada! Der Birchmeier Benzinkanister, das ist der Hammer, das ist total cool. Der Birchmeier Benzinkanister, endlich Schluss mit diesem Gepansche, mit dem Kraftstoff. Ich habe so ein Ding immer schon haben wollen, total cooles Teil. Made in Switzerland, also ein Schweizer Produkt. Ein Benzinkanister, der hoffentlich nicht mehr tropft, mit dem man also hier auf dem Rasen auch hoffentlich betanken kann. Bin total gespannt. Man macht das hier ab, dann klappt man das Ding nach vorne, das schon alles, und dann kann man ganz dosiert betanken. Mega cool, oder? Hier noch drei Aufkleber für Zweitakt, für Viertakt und für was anderes, ein anderes Produkt. Ja, Freaks, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak ist voll am Start mit Rasenpflege und allem, was dazugehört. Yeah!